Don't Stop Till You Feel It vom 34. Chaos Communication Congress in der Übersetzung von Lukas und Bread and Toast. That explore how we humans connect to the environment. And she's going to tell you about that. So give her a warm applause, please, for Kat. Good. Hello, everybody. Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einführung, Katha. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid, um meinen Talk zu sehen. Und auch hallo an die Leute online. Ich werde euch heute darüber erzählen, über meine Ansätze, die ich entwickelt habe, um zu untersuchen, und wie es die Verbindung zwischen uns selber und der Umwelt. Ich werde diskutieren über Installationen, die ich gemacht habe und wie man eine körperliche Antwort, eine körperliche Reaktion zum Klimawandel hervorrufen kann. Das ging über Workshops und andere Veranstaltungen, in denen Aspekte untersucht worden sind, die ich. Ich gebe euch ein paar Vorausbemerkungen, um euch zu erklären, wo ich herkomme. Eine Menge. Ich möchte sehr klar sein, dass diese Arbeit die Grenzen untersucht, die wir in Bezug auf die Umwelt betrachten. Wir haben diese Konzepte von Grenzen, die aber nur teilweise real sind. Und wenn ich Wasser auf meine Haut tue, dann sehe ich das Wasser, wie es hinunterläuft. Aber auf einer mikrobiologischen oder molekularen Ebene sieht man das nicht so genau, was zu mir gehört und was nicht mehr zu mir gehört. Und diese Grenze ist nicht mehr so offensichtlich. Und der Körper ist in einem konstanten Fluss und so. Und diese Art von Erkundung, von der Diffusion der Grenzen, ist ziemlich fundamental für die Art, die ich tue und was ich über mich selber und meine Umwelt denke. Und worüber ich eigentlich sprechen möchte, ist diese Dinge mit wirklich veränderlichen Grenzen, die sich jederzeit neu definieren lassen. Und der Untertitel für das Talk ist viele Erkenntnisse und die Neudefinition von des Selbst in der Umwelt. Also. Also ich werde mal ein paar Folien überspringen. Ich hatte einen kleinen Computerfehler. Der zweite Vorlauf ist, ich mag es nicht, mich an Dingen festzumachen, aber in diesem Fall ist es einfach, um das zu erklären. Ich komme von weniger konzeptuellen Begriffen. Ich habe die großartige Gelegenheit, Kultur an der Universität verankert zu sein. Ich bin darüber hinaus in diesem Jahr der Künstler für, man hat es nicht verstanden, an der Universität von Cambridge. Und darüber werde ich auch später ein bisschen sprechen. Ich habe eine Langzeit-Mitgliedschaft in der Abteilung für Chemie im College von London. Und ich werde auch da über ein Projekt sprechen, womit ich meine Studenten mit begrüße. Und einer der Gründe, warum es wichtig ist, euch darüber zu informieren, über diese Verankerung, ist, weil eine Menge dieser Arbeit, die ich tue, ist finanziert oder unterstützt von diesen Institutionen. Und diese Institutionen sind deshalb auch sehr beeinflussend in der Arbeit, die ich tue.
Also wirklich, wirklich großen Dank denen, die sind echt großartig. Also, das ist die essentielle Frage, in der ich mich interessiere. Und was ist der Weg, auf dem ich versucht habe, diese zu beantworten? Wir wissen eine ganze Menge über Umweltdinge und über den Klimawandel. Es gibt eine ganze Menge an Daten und es gibt den wissenschaftlichen Konsens im Gebiet des Klimawandels und alle anderen Umwelteinflüssen. Und im Bereich des globalen Governments, der globalen Politik, machen wir nicht ausreichend, um dem entgegenzuwirken und darauf zu reagieren. Ich habe mich gefragt, gibt es noch etwas, was wir wissen müssen? Kann man da mit dem Thema noch interagieren, um das Ganze zu erweitern? Ich habe mit Environmental Problems, mit Umweltproblemen schon eine ganze Weile gearbeitet, auf dem einen Weg und auf dem anderen, seitdem ich ein Kind war. Und trotzdem, manchmal fliege ich, nehme nicht den Zug und verhalte mich konträr zu diesem Wissen, wie viele von uns. Daher war dies zum Teil ein Versuch, dies zu untersuchen, auch für mich selber. In meinem ersten Ansatz, wo ich sehr daran interessiert war, war, was ist die Rolle von mir, um Motivation zu entwickeln und zu verstehen, die Fakten, die wir kennen. Oft haben wir so die Reaktion darauf, dass wir denken, wir sind ängstlich, wir lehnen es ab. Wie gibt es einen Weg, das Ganze ein bisschen mehr sympathisch, ein bisschen mehr ausgearbeitet zu übermitteln, den Blick auf die Umwelt? Das ist so das Konzept. Es gibt eine Menge, die darüber geschrieben worden ist, und das ist ein fantastisches Gedicht von Catherine Barrett. Was ist das einzige Ding, wenn man dem Nichtmenschlichen begegnet, die Begrenztheit auf der Nicht-Dinglichkeit? Ich denke, dieses Gesetz zu übersetzen ist. Dieses Gedicht zu übersetzen bringt nichts. Ich denke, möglicherweise sollte ich versuchen, das Nichtmenschliche zu berühren. Und darüber möchte ich euch jetzt erzählen. Ich möchte euch erzählen über das Coral Empathy Device, das Korallenmitfühlgerät. Das Korallenmitfühlgerät ist eine künstlerische Installation, wie man hier sehen kann. Man kann es auf den Kopf ziehen. Und das Ziel ist, Empathie zu entwickeln mit dem marinen Environment, Umwelt und Korallen. Es ist nicht dazu gedacht, die Bedingungen von Korallen zu imitieren und zu reproduzieren, sondern es soll die Konsequenzen für Korallen imitieren und Menschen fühlbar machen und deren Reaktionen provozieren. Also erzähle ich euch jetzt mehr über das Gerät in Kürze, aber als erstes möchte ich euch ein Video zeigen, von dem ich glaube, dass, weil ihr die Erfahrung haben müsst, ihr sitzt hier in einer Lecture Hall und wir haben das Gerät nicht hier, so
daher, das ist die beste Möglichkeit, euch das zu zeigen. Das Korallen-Empathie-Gerät. Könnt ihr den Ton hören? Also falls er im Stream nicht zu hören ist, hier im Saal hört man gerade Meeresgeplätscher. Also, wie ihr gesehen habt, das Gerät bringt dich in die Umgebung, in die Umwelt, wo man umgeben ist, mit Geräuschen und man hört wohl, man fühlt auch noch Vibrationen und Gerüche. Ich werde darüber später noch erzählen, aber zuerst mal möchte ich klar machen, warum geht es um Korallen und nicht irgendetwas anderes. Also, Korallen sind erstmal ein bisschen so eine Ikone des Impacts, den wir auf den Grand Barrier Reef haben. Ohne die Zeit zwischen dem Bleichen der Korallen hat das Riff keine Möglichkeit, sich zu regenerieren und hat eine lange Zeit des Todes. Und dies passiert zum Teil auch wegen des Klimawandels, aber auch wegen Plastikverschmutzung und anderen Verschmutzungen. Daher ist es einfach diese Schönheit, die Korallen haben. Sie sind so fantastisch.
ich möchte das Wort fantastisch eigentlich nicht benutzen, aber es ist ein sehr kraftvolles Objekt, was für die Umwelt steht. Darüber hinaus haben wir auch eine ganze Menge an Literatur über Korallen und Dingen, die ich darüber am provozierendsten empfand, war, dass es eine gute Analogie oder eine Metapher für die Menschheit ist. Wir haben eine Beziehung zu diesen Korallen, obwohl sie nicht wie wir sind. Und Korallen ist eine Heimat von vielen anderen Lebewesen. Sie geben Heimat für viele, viele Spezies. Und genauso wie wir Teilnehmer unserer Umwelt sind Korallen das für ihre. Menschen sind einfach Menschen. Ihr kennt die Statistiken, die herumfliegen, dass unser Körper ein Mikrobiom hat, das voll ist mit Bakterien und Pilzen, die zusammenarbeiten. Und Korallen arbeiten auch zusammen mit Algen. Und auch diese Algen können, wie bei uns, das Mikrobiom kann uns beeinflussen, genauso die Algen, die Korallen und halten diese am Leben. Eine Koralle hat also dieses symbiotische Verhältnis mit anderen Tieren. Und was für mich dabei herausspricht, ist unsere Abhängigkeit von unserem materiellen Körper, von unserem eigenen Körper. Die Sache mit den Korallen ist, sie sind sehr interessant, und einer der Gründe, warum ich mich auf marines Leben konzentriert habe, ist, dass Korallen ein dezentralisiertes Nervensystem haben. Und das, denke ich, ist sehr interessant, wenn man darüber nachdenkt, dass Menschen ja in sozialen Strukturen leben. Wir arbeiten im Kollektiv selber wie ein Organismus, und wir denken über unsere eigene Dezentralisierung von unserem Körper und unserem Kopf und denken mehr über uns als ein Individuum, nicht als ein Teil des Großen. Und das könnte eine Änderung sein, etwas Neues sein, was sehr nützlich wäre, möglicherweise. Wenn wir empathischer sein wollen mit unserer Umwelt. Also, einer der Gründe, warum ich mich so mit dem Korallen-Empathiegerät beschäftige, ist, dass das Video schwarz wird, wenn man sich den Helm absetzt. Und einer der Gründe, warum ich das gemacht habe, ist, dass ich mich darauf fokussieren wollte, was andere Sinne angeht. Also ein bisschen ausprobieren und untersuchen, was das Konzept des verkörperten Wissens bedeutet. Verkörpertes Wissen ist ein phänomenales, logischer Sachverhalt, wenn man darüber nachdenkt. Also was man theoretisch Instinkt nennen könnte, aber nicht sollte. Aber es ist eigentlich geht es viel mehr darum, auf unsere physische Umgebung zu reagieren und darüber nachzudenken, wie man im Voraus darauf reagieren wird. Das Interessante ist, Shogo Tanaka, ein sehr interessanter japanischer Phänomenalist, und er denkt darüber nach, wie unser Körper durch Interkorporalität Empathie entwickelt. Und er sagt hier in diesem Paper, durch diese verkörperten Interaktionen subjektübergreifende Bedeutungen werden erzeugt und direkt geteilt zwischen dem Selbst und dem Anderen, ohne durch mentale Repräsentationen verkörpert oder überbrückt werden zu müssen.
Und das ist eine künstlerische Weise, diese Interaktion zwischen dem Menschen, der es erfährt, und dem anderen herzustellen. Was eigentlich ein bisschen heruntergebrochen ist, aber es hat, glaube ich, ziemlich gut funktioniert. Wir werden sehen. Ja, das ist ziemlich alles, das, was ich darüber sagen will. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, von der Art dieses Hintergrundes, von dem Ansatz, über den ich gesprochen habe, erst über Weihnachten wurde dieses Paper auf der Practice-Based Research-Plattform veröffentlicht, und das ist ein tieferer Einblick in die Philosophie und auf diese verkörperte Kenntnis und Wissen von meinem Ansatz, der im Prinzip nur versucht, einen Weg, eine Art zu erschaffen, zu kommunizieren, der nicht vereinfacht oder standardisiert ist. Also eine Art von individualisierter Sprache, die man verwendet, wenn man über Umweltprobleme und umweltverbundene Sachverhalte spricht. Und es gibt noch einige Menge anderer Projekte, die es versuchen, eine Verbindung herzustellen mit der natürlichen Umwelt. Und vermutlich habt ihr schon eine Menge davon gelesen oder gehört. Und auch über die damit einhergehenden Stimuli. Und mein Ziel mit dem Korallen-Empathie-Gerät war, grundsätzlich zu erforschen, was diese Geräte und was diese Installationen in einem auslösen und hinsichtlich der Kenntnis und des Wissens. Also, ich werde ein bisschen mehr darüber, über diesen Ansatz sprechen gleich. Aber zuerst möchte ich euch erst ein bisschen mehr über die Nachforschung erzählen, die im Hintergrund stattfanden, um dieses Projekt zu erstellen. Und ein bisschen mehr über einen anderen Ansatz, den ich versuche. Also, das Korallen-Empathie-Gerät wurde erst bei einem Workshop entwickelt. In einer Art Pixel-Festival, also Pixel-Tiefgang, Tieftauch, und ich hatte die Möglichkeit, diesen Workshop zu halten, und wir sahen uns akustische Verschmutzung und Mikroplastikverschmutzung an, und ich habe damit angefangen, in der Vergangenheit diese chemischen Protokolle anzufertigen, um sich die Auswirkungen von Mikroplastik in der Umwelt anzuschauen. Ich weiß nicht, ob ihr damit auskennt. Wahrscheinlich will keiner sich vorstellen und sagen, dass er das sich damit auskennt. Also diese Chemie dahinter ist im Prinzip einfach nur Chemie aus dem Labor zu holen und in den öffentlichen Raum zu stellen, wo Leute verschiedene chemikalische Sachen machen können mit normalen Chemikalien, die man normal kaufen kann im Laden oder im Internet, wo man kein krasses Labor für braucht, wo man viele aufwendige Instrumente oder so für benutzen muss. Und ich hatte wissenschaftliche Schulung viel auf einer ganzen langen Zeit, und wir hatten die Idee, ob wir nicht vielleicht Mikroplastik irgendwie extrahieren können, ohne ein großes Labor zu brauchen. Und wir haben damit angefangen, mit Seegras zu experimentieren, und das war erst ziemlich schwer, weil die Stärke von diesem biologischen Kunstwerk ist ziemlich stark. Also haben wir angefangen, mit Fisch zu experimentieren, und die sind ziemlich viel, viel einfacher zu zerlegen und in größere identifizierbare Partikel, die der Fisch aufgenommen und verdaut hat. Und wir haben also eine Art Labor aufgesetzt, was danach aussieht, Mikroplastik im Fisch zu untersuchen. Also eine Art Workshop, wo die Teilnehmer daran dazu eingeladen werden, sich Produkte anzuschauen,
für die Haarfarbe oder Reinigungsmittel und um die Fische zu zersetzen und dann zu untersuchen, welche Bestandteile übrig bleiben, in welcher Größe, um dann eben anhand einer Skala festzustellen, welche Art von Plastik das sein könnte. Und fundamental ist für diesen Ansatz, dass wir machen das alles selbst, also wir machen alles do-it-yourself und wir vergleichen es mit den Chemikalien, die man brauchen würde, von einem großen Labor brauchen würde. Und wir sprechen über das Thema als Ganzes und die kulturellen Aspekte davon. Und am Ende des Workshops, wir designen eine Art Ausstellung zusammen mit den Teilnehmern, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Und hier die Berichterstattung, die ihr hier sehen könnt, ist von einem Workshop, den wir in Norwegen gemacht haben, zusammen in Kooperation mit diesem Pixel Festival. Und wir haben Fisch genutzt, der lokal aus der norwegischen See kam. Und wahrscheinlich nicht überraschend, aber ziemlich beeindruckend ist, dass wir ziemlich viel Mikroplastik gefunden haben im Fischmagen. Und wahrscheinlich ist es nicht überraschend, wenn man sich die Nachrichten der letzten Zeit angeguckt hat. Und auch kein positiver Fund, aber dieser Ansatz, also Do-it-yourself-Chemie zu machen, in Kooperation mit irgendetwas, was ich für ein anderes Projekt benutzt habe, für ein anderes Projekt, was ich benutzt habe, ist das Vital Flows, also vitale Flüsse. Das ist ein zweiteiliges Projekt. Und das Thema davon ist Essen und unsere Beziehung zu Essen, zu Nahrung. Und alle Projekte, über die ich hier spreche, sind beziehen sich im Prinzip eigentlich auf Klimawandel und Umwelt. Man würde vielleicht nicht sofort dran denken, was Essen damit zu tun hat oder Nahrung, aber es hat einen riesigen Einfluss auf den Kohlendioxid, also einen großen Kohlendioxidfußabdruck. Und es ist ziemlich riesig, ein ziemlich riesiger Einfluss auch auf unsere Gesundheit. Und das ist der Hauptgrund, warum ich mich auf Nahrung und Essen konzentrieren wollte, weil es der einfach zu verstehende Beispiel ist von dieser diffusen Grenze von uns und der äußeren Welt, weil immer wenn wir essen, dann nehmen wir die äußere Welt in uns auf und man kann sich das andere Ende selber vorstellen. Und diese vitalen Flüsse, diese Vital Flows, das ist der Prozess, den wir benutzen, und der unseren Körper und unsere künstlerische Interpretation durchfließt von der Teilnahme in diesen Prozessen. So, also ich möchte zuerst darüber sprechen, was vital heißt. Und es gibt eine ziemlich große, wachsende Dokumentation auf vitalfood.org über die verschiedenen Prozesse und Werkzeuge, die ich zusammen mit Vital entwickle. Also wenn man sich dafür interessiert, in manche der Sachen, über die ich jetzt sprechen werde, das wird ziemlich oft aktualisiert und mit der Zeit. Und ich habe ziemlich viel an diesen Prozessen gearbeitet und sie verwendet in Kooperationen mit verschiedenen Gemeinschaften. Und ich habe dieses Projekt auch in einen Bachelor-Studiengang gebracht. Wir haben den ersten Durchlauf im letzten Jahr gemacht und wir werden nächsten Monat einen weiteren Durchlauf starten mit einem völlig neuen Start. Und was wir tun, ist nicht nur selbstgemachte Chemie, aber auch andere Techniken wie Theater zu verwenden und Kollaboration und bewusstes ästhetisches Essen und Kooperation, habe ich das schon gesagt, um unsere Beziehung zu Essen zu erforschen. Und der Chemie-Teil ist
Also es schaut nicht nach den ungünstigen Dingen, den schlechten Dingen in Essen, sondern ich wollte unsere Beziehung mit Essen feiern und weil man spricht immer über viel Negatives in Verbindung mit Nahrung und ich wollte aber auch mal was Positives machen und ich habe darüber nachgedacht, ich glaube, ich bin ein kleiner Hippie geworden. Was wäre, wenn wir uns einfach ein bisschen mehr lieben würden? Wäre das nicht toll? Und also jeden uns gegenseitig. Und das war dann mein Ansatz für dieses Projekt, für die Nahrung. Was wäre, wenn wir unsere Beziehung zu Essen ein bisschen mehr feiern, ein bisschen mehr zelebrieren würden? Und was ich hier mit der Chemie gemacht habe, ist Mikronahrungsmittel, also die Dinge, die für die Gesundheit wichtig sind, die aber nicht auf der Verpackungsrückseite erklärt werden. Also habe ich zwei Vorgänge entwickelt, wie man ziemlich gut daran damit arbeiten kann, um diese Mikronährstoffe zu extrahieren. Und wir benutzen wieder selbstgemachte Methoden, um zu charakterisieren, was wir aus den Lebensmitteln rausbekommen. So, also wir gucken uns verschiedene Sachen von Tomaten und Trauben an und das ist erst der Anfang. Also wie man sehen kann, auf der Vital Food Webseite gibt es einen Link zu der Dokumentation dazu, wo ich diese Vorgänge entwickelt habe. Aber im Prinzip benutzen wir Motorfluide und ein selbstgemachtes Spektrometer, um die Ergebnisse zu analysieren, die wir dabei rausbekommen. Und einen Vergleich herzustellen zwischen den Laborspektrometern und in großen Chemielaboratorien im Vergleich zu unserem selbstgemachten Spektrometer. Und ich denke, das ist ein ziemlich guter Anfang. Aber einer der Schlüsselgegenstände, einer der wichtigen Dinge in diesem Vorgang ist das Theater, den kulturellen Austausch mit einzubinden. Und das sind alles Technologien, Vorgänge, die dabei helfen, uns ein Gefühl von Nachforschung in der echten Welt zu geben, weil wir Wissen für uns selber generieren und etwas selber herausfinden und erforschen. Und das verändert wirklich nicht nur die Definition davon, sondern auch die Person selbst, die eine bessere Definition davon herausbekommt, wer sie ist und was sie macht, während sie das tut. Und während ich dieses Projekt gemacht habe, wollte ich etwas finden, was all diese tollen Dinge auslöst, die ich erfahre und die ich darin feststelle in selbstgemachter Chemie und in selbstgemachter Nachforschung. Und also dachte ich, dass diese Art von Workshop eine ziemlich gute Methode ist, um mit Gesellschaften das zu machen, was ich in anderen Teilen meiner Arbeit mache. Das ist ein ziemlich guter Weg zum Anfangen, dachte ich. Also haben wir diesen Workshop durchgeführt, diese Workshops durchgeführt, 7 insgesamt mit jungen Leuten. Und wie man sehen kann, oben rechts, wir waren in einem Park in Ost-London und haben mit Schülern und Studenten zusammengearbeitet von der Universität dort. Und also es ist ziemlich, ziemlich schwierig. Der Ort ist ziemlich, ziemlich schwierig, weil der nicht so gut situiert ist und man muss viel, viel, viel mehr arbeiten, um frisches Gemüse zu bekommen, als wenn man nur sich mit Fastfood zufrieden geben würde. Und einer unserer Studenten sagte tatsächlich, dass er allein vom Schmecken das Essen feststellen konnte, von welchem Laden das Fastfood kommt, was er gerade isst. Also ein ziemlich, ziemlich großer Experte in dem Essen, was den größten Bestandteil seines Lebens ausmacht. Aber zum Schluss haben wir diese Ausstellung erstellt, die ein paar Tage lief. Und was daran besonders interessant war, war, dass der erste Durchlauf dieses Projektes, ich habe nicht viel politische Aspekte mit eingebracht,
obwohl das für mich ein sehr politisches Projekt wäre, aber was viel wichtiger war und was viel mehr aus den Teilnehmern herauskam, war die Idee der Zugänglichkeit von verschiedenen Arten von Nahrungsmitteln. Also wir haben dann darüber gar nicht gesprochen, aber wir haben nicht über unsere Versorgungskette gesprochen. Aber die Installation auf der unteren rechten Ecke ist beschäftigt sich sehr doll mit der Zugänglichkeit von Essen, völlig von alleine, ohne dass wir darüber sprechen mussten. Und auch die physische Zugänglichkeit von Essen. Und in der oberen rechten Ecke, das ist die Bananenreise, also eine Art von der Nahrungskette beim Importieren von Bananen und was die Einflüsse auf unsere Umwelt davon sind. Also das waren die relevanten Fragen für die jungen Leute, mit denen ich gearbeitet habe, ohne dass ich denen das sagen musste. Und was wirklich, wirklich zufriedenstellend war, dass das Projekt es bereichert hat, wie sie darüber denken, was Nahrungsmittel angeht. Und im ersten Workshop-Frage habe ich gefragt, was ist das Wichtigste für euch an Essen? Und die Antwort war, dass der Kaloriengehalt für sie das Wichtigste am Essen wäre. Und der Kaloriengehalt ist ein wirklich, wirklich politisch wichtige Einheit, weil der Kaloriengehalt repräsentieren soll, wie viel Kraftstoff, wie viel Nahrung ein Nahrungsmittel enthalten hat. Nicht wie viel Nährstoffe, nicht wie es schmeckt, sondern nur den Energiegehalt. Und das wird gemacht, damit die Firmen herausfinden konnten, wie viel Energie die Mitarbeiter ihrer Firmen mindestens brauchen, um zu arbeiten, um ihm das Minimum zu geben. Also das war der eigentliche Ursprung der ganzen Sache. Und was daran ziemlich interessant war, am Ende von dem Projekt, war, dass die Voreinstellungen der jungen Leute gegenüber Essen sich deutlich verändert haben. Und mein Lieblingszitat daraus war, ist dieses hier. Es sind noch einige andere da, die ich mit euch teilen kann, wenn ihr euch dafür interessiert, in einem Paper. Aber das ist das Schönste. Ich verbinde mich nur mit meinem Essen und erfahre es mit allen meinen Sinnen. Und das ließ mein Herz aufleben, weil es fühlte sich an, wie dass es eine neue ästhetische Wahrnehmung und eine neue ästhetische Bewunderung von dieser jungen Person hinsichtlich Essen. Und das war genau das, wofür ich gehofft habe, als ich gesagt habe, wir sollen unsere Beziehung mit Essen besser genießen und feiern und zelebrieren. Und was unsere Entscheidung hinsichtlich Nahrung ausmacht. Und wir können darüber richten, was wir tun wollen. Aber genau, die Werkzeuge, die wir benutzt haben. Das ist halt nur eine Folie, um euch zu zeigen, welche Werkzeuge wir benutzt haben. Auf der linken Seite haben wir ein Traummenü, eine Traumspeisekarte entwickelt, weil das ist ziemlich interessant, weil man daran sehen kann, wie die Dynamiken zwischen den verschiedenen Personengruppen sind, weil sie alle verschiedene Sachen sich wünschen auf der Speisekarte. Manche von denen versuchten, völlig neue Rezepte sich auszudenken und die jeden zufriedenstellen wollen, und andere wollten einfach nur Speisekarte entwickeln, die wirklich jeden zufriedenstellen können. Aber alle von denen haben haben einen Weg gefunden, um diese Speisekarte zu entwickeln und jeden glücklich zu machen. Und unten rechts, das ist dieses selbstgemachte Spektrometer, was die Studenten dort zusammenbauen. Und das ist ein Beispiel von einem der Vorgänge, wie man das von den Tomaten
extrahieren kann. Das ist halt die Vorlage, die ich benutzt habe, die dafür entwickelt ist, die dafür designt ist, die sicher und informativ und gleichzeitig trotzdem einfach zu verfolgen sei, also zu befolgen sein soll. Und die ist online verfügbar und egal ob ihr einige Verbesserungen machen wollt oder die selber benutzen wollt, ihr könnt es euch dort runterladen und es ist Creative Commons lizenziert, also ja, macht einfach, was ihr wollt. Ja, genau. Ja, Naked Ladies, nackte Frauen. Guckt nicht auf die nackten Frauen, sondern auf das Bild in der Mitte, während ich euch über Flüsse erzähle, was die andere Hälfte von Vital Flows darstellt. Und das ist das Ergebnis von etwas, zu was ich inspiriert worden bin. Und ich denke, dass dann noch mehr kommen wird nach der nächsten Runde von Interaktionen in diesen Workshops. Aber eine der Dinge, in denen ich sehr interessiert war, war die supernormale Wahrnehmung von Nahrung und das Bringen von Nahrung in die visuelle Wahrnehmung und die Prämisse, die wir gegeben haben, wie wir Nahrung verstehen und unser Wissen darüber. Und der Foodporn-Hashtag hat eine massive Menge von Bildern in sozialen Medien. Und ich bin da durchgegangen, habe Foodporn-Bilder gesucht und ich habe sie in Tatcards verwandelt. Und für die, die nicht wissen, was Tatcards sind, weil sie nicht in den 90ern in London gelebt haben, Tatcards sind diese jungen Frauen, die hier posieren und sich selber bewerben in Londoner Fameboxen. Und heutzutage haben sie eine 30 Minuten Leben, also eine Lebenszeit von 30 Minuten. Wenn ich vor Jahren nach London gekommen bin, waren sie lange in den Telefonboxen, nahezu für immer. Und so dachte ich, es wäre lustig, wenn man Bilder von Foodporn benutzen könnte, auf dieselbe Art und Weise, mit derselben Ästhetik und darauf eine ganze Menge von Telefonnummern legen könnte mit Sprachnachrichten, um Telefonanrufe zu erhalten und dann eine Interaktion in zentralem London zu erreichen. Ich habe das im letzten Februar gemacht und bevor ihr darüber fragt, ich weiß nicht, ob ihr diese Dinge hören wollt. Aber die Tatcards waren die erste Aktion und die zweite ist die essbaren Talismänner. Und im Grunde essbare Talismänner, dabei geht es nur um den Fluss und ich möchte euch jetzt ein Gedicht vorlesen, dass die Poster unter den Talismännern, von dem diese inspiriert wurden. Es heißt The Mystic von H.P. Lawrence. They call all experience of the senses mystic when the experience is considered. So, an apple becomes mystic when I taste in it the summer and the snows, the wild welter of earth and the insistence of the sun. All of which things I can surely taste in a good apple. Though some apples taste preponderantly of water, wet and sour, and some of too much sun, breakish sweet, like lagoon water that has been too much sunned. If I say I taste these things in an apple, I am called mystic, which means a liar. The only way to eat an apple is to hog it down like a pig and taste nothing. Also für diejenigen, die dieses Gedicht gerade hören, beziehungsweise uns hier im Stream hören, wir haben hier den Hinweis bekommen, ihr könntet euch das Gedicht durchlesen. Ich denke, das ist eine gute Idee, nehmt euch da ein bisschen Zeit für und ja. Also ich möchte jetzt vielen Dank sagen an Simon Barraclough, welcher ein Freund von mir ist, der
mich auf dieses Gedicht hingewiesen hat, was mich zu den essbaren Talismännern geführt hat. Und was ein großer Teil dessen war, worauf ich mit Vital Flows hinarbeiten wollte. Das sind die Talismänner und es gibt eine ganze Menge von ihnen. Ihr könnt sie mitnehmen, ihr könnt sie behalten und wenn ihr isst, dann benutzt sie als eine Ikone, um euch selber daran zu erinnern, dass es diesen Prozess gibt, in dem ihr mit der Welt kommuniziert. Und wisst ihr, wir atmen und so guter Schluss. Ich möchte noch über ein Projekt erzählen, an dem ich aktuell arbeite. Ich bin da relativ kurz, aber es heißt The Matter of the Soul, also die Masse der, die Materie der Seele. Und ich bin zu Baffle Island in Kanada gereist. Das ist weit im Norden in der Arktis, das als erster Schritt in diesem Projekt. Und ich nutze dafür mein Fellowship an der Universität in Linz. Und die Materie der Seele ist ein Ansatz, ähnlich wie das Coral Empathy Device, das Korallen, dass wir als menschliche Spezie mit einem ganzen ökologischen System, nämlich der Arktis, speziell versuchen können, das Gefühl zu entwickeln für die Transformationen, die dort stattfinden. Der Fokus auf diese Transformation ist, weil ich darüber nachdenken wollte, wie man sich verbinden kann in einem neuen Weg. Die Verbindung zwischen Wassermolekülen in Wasser und in Eis und im Seewasser ist ein physikalisches Verhältnis. Und die Wassermoleküle, sie setzen das Wasser zusammen, sie setzen das Eis zusammen, aber sie sind genauso beeinflusst durch die Emergent-Eigenschaften der gesamten Menge, der gesamten Umwelt. Und man kann davon ausgehen, dass wir Menschen in derselben Art und Weise mit unserer Umwelt interagieren und uns zusammenschließen in unseren Gesellschaften. Und nun, als ich vor ein paar Jahren nach Deutschland kam und realisiert habe, dass es Kräfte gibt, die auf mich wirken und dass gleichzeitig meine Anwesenheit auf die Umwelt einwirkte, wodurch sich Dinge um mich herum verändert haben, dann kann man sich vorstellen, dass diese Moleküle in ähnlicher Weise genauso in einem Eis sitzen und ich sitze in einem Eis und werde gehalten von meiner Umgebung, aber trotzdem vibriert man. Plötzlich, wenn man sich in Wasser befindet, dann können die Moleküle sich viel stärker bewegen. Und wenn wir über das Eis in der Arktis und über das Seewasser sprechen, dann sind diese umgeben von vielen anderen Agenten, von vielen anderen Stoffen, sowas wie Natrium, Chlor, diverse Ionen. Und dies ändert, wie sie sich verhalten. Ich möchte darüber nachdenken, über die Übergänge, über den Wechsel, wie man wertende Aspekte, also über die Aspekte des Klimawandels auf dieses System. Ich denke, es ist ein sehr nützliches Ding, wenn man Dinge zu tun gegen den Klimawandel und wenn man darüber nachdenkt und am Ende wird es uns beeinflussen, am Ende wird es uns wehtun, genauso wie dem Planeten. Und wir sollten uns selber darin zurückbringen und darüber nachdenken, warum sollten wir uns das interessieren, warum betrifft uns das? Und zu guter Letzt habe ich noch eine ganze Menge Gedanken, aber es ist alles aktive Arbeit gerade, es entsteht gerade. Und nun sind das hier Aufnahmen, die ich gemacht habe, während ich in der Arktis war.
Und dort habe ich dann versucht, mit diesen Aufnahmen Musik zu erzeugen, die dann ähnlich wie bei dem Korallen-Empathiegerät genutzt werden sollen. Und das ist, was jetzt in der nächsten Zeit passieren wird. Ich möchte Töne erzeugen, die aus dem Wasser kommen, aber nicht direkt aus dem Wasser. Ich möchte den pH-Gehalt des Wassers messen und möchte diese Messungen in ein Geräusch verwandeln. Und das ist so ein bisschen auch eine Kritik an der Messung der Umwelt. Denn was wir tun sollten ist, oder was ich tun möchte in meiner Arbeit, ist darauf zu achten. Ich möchte untersuchen, wie man diese aktive Messung benutzen kann, wie man daraus Geräusche erzeugen kann, beispielsweise aus einem pH-Messgerät, das ich gehackt habe mit der Hilfe von Monoshop in Berlin. Und jetzt werde ich euch ein schnelles Video vorstellen, was euch da eine Vorstellung von geben soll. Das sind jetzt unmodifizierte Töne. Oh. Hier kommt's. Das erste war das Leitfähigkeitsmessgerät und jetzt gleich kommt das pH-Messgerät. Ich möchte da eine Symphonie rausmachen. Okay, also ohne weiteres Abschweifen, das ist, was ich euch erzählen wollte. Und nun weiß ich nicht, ob wir Zeit für Fragen haben, aber ich möchte all diesen Menschen hier vielen Dank sagen. Ohne sie wäre ich nicht hier. Und hätte nicht die Möglichkeit, euch über diese Arbeit zu erzählen, die ich sehr interessant finde. Und vielen Dank, dass ihr hier geblieben seid, hier wart und mir zugehört habt. Ja, danke. Vielen, vielen Dank, Kat. Wir haben 8 Minuten Zeit für Fragen. Also, wenn ihr Fragen habt. Oh, wir sehen, hier ist eine Frage aus dem Internet. Und wenn ihr sonst Fragen stellen wollt, im Raum sind Mikrofone installiert. Also geht da einfach hin und fragt. Also die Frage aus dem Internet bezieht sich auf den Teil mit den Korallen. Also in meiner Art und Weise von Verständnis sind um das zu tun, braucht man subjektive Messungen und Details darüber. Könnten Sie mir sagen, warum macht es wesentlich mehr Sinn, mit einer Koralle Empathie zu entwickeln, als mit einem Stück Kohle? Also, danke für die Frage. Ich denke nicht, dass es ein Bewusstsein gibt auf dem anderen Ende, um Empathie auszulösen. Mein Startpunkt für Empathie ist, mitzufühlen, statt nur für etwas zu fühlen, also sich in etwas hineinzuversetzen wahrscheinlich. Und das könnte natürlich auch genauso damit passieren. Okay, vielen Dank. Weitere Fragen? Kommt einfach zum Mikrofon. Hier Nummer 1 ist zum Beispiel hier vorne. Yes. Hi. Als erstes mal vielen Dank für diesen super interessanten Talk.
endlich hatte ich mal die Chance, ihre Arbeit zu sehen. Wir sind Freunde, aber wir wissen voneinander. Also, du hast viel geredet über das zentrale Wissen, über das Wissen, das wir über Sensoren zusammenführen, weniger so über das Visuelle. Und ich frage mich, ich bin mir bewusst seit den frühen 2000ern, dass es diesen neuen Bereich in der Wissenschaft gibt, das, was dieser Sensory Term ist. Und es gibt diese spezielle Schule in Montreal, die gegen den Visualismus steht. Und ich frage mich, wie stehst du, also es ist ein großes Gebiet, aber wie stehst du zu diesem Feld und wie ist deine Arbeit in Verhältnis zu dem Thema, zu dieser Bewegung des Visualismus? Ich weiß, es ist eine große Frage, aber möglicherweise gib uns da ein bisschen Einblick. Vielen Dank für die Frage, Lowen. Ja, also ich vermute mal, ja, ich würde sagen, dass die Arbeiten, die ich mache, um Empathie auszulösen sind keine Antworten, sondern eher in der Form von Fragen. Und Teile davon, was ich in Frage stelle, ist, was der Zusammenarbeit, das Zusammenspiel dieser verschiedenen Sinne damit zu tun hat, irgendetwas zu verstehen und zu wissen. Und ich vermute mal, dass das, worauf du dich beziehst, ist, dass Visuelle das Primäre ist und Kenntnisse sich danach eben aufteilen, was auch sich dann auf das Bewusstsein bezieht. Aber ich denke, dass ich da keine Haltung zu einnehme, außer dass ich das, was ich für die Grundlage, als Grundlage für meine Experimente benutze, ist diese phänomenale logische Arbeit, sich verkörperte Kenntnis anzugucken, was ein Ansatz ist, der viele, viele Sinne involviert. Und hoffentlich kann ich damit objektiv beurteilen, welche Antworten ich dadurch mit meinen Experimenten finden kann. Zum Beispiel mit dem Vital-Projekt, da ist ein wirklicher Fokus sogar auf der Mehrsinnigkeit von Essen, und da gibt es wirklich auch Nachweise dafür, wenn man Geschmack mit anderen Sinnen in Verbindung bringt, verändert das die Wahrnehmung von unserem Geschmack. Und das haben wir auch in den Workshops versucht auszuprobieren und herauszufinden. Und auf dieser Grundlage würde ich sagen, dass ich mehr in dem Bereich bin, viele Sinne zu verwenden und nicht die Sinne isoliert zu betrachten. Weitere Fragen? Ja? Nimm das Mikrofon. Also, vielen Dank für den Talk. Aber ein spezieller Teil, mit dem ich ganz besonders resoniert habe: Klimawandel ist oft, Menschen sind oft dazu in der Lage, mit dem Klimawandel intellektuell zu interagieren, aber vom Gefühl her, für mich ist Poesie häufiger ein zugänglicher Weg. Was meinst du, gibt es Medien, die dafür besser geeignet sind? Wie wählst du die Medien? Ja, vielen Dank für diese liebevolle Frage. Also, ja, ich denke, dass verschiedene Ansätze mit verschiedenen Leuten besser zusammenarbeiten. Ich denke, dass es nicht einfach ist zu generalisieren, was zu wem am besten passt. Aber ich
versuche ja, mich mit diesen verkörperten Ansätzen und den Workshops den Leuten zu nähern, wo man eben verschiedene Arten mit sich mit Wissen zu verbinden und Wissen zu generieren ausprobiert. Also ich versuche, also meine Hoffnung ist, dass das, was ich tue, ein kleiner Beitrag ist zu vielen, vielen, vielen anderen kreativen Projekten, an denen Leuten arbeiten und mit denen Leute arbeiten, um dieses Problem anzugehen. Und ich hoffe, dass manche Leute ja, sich dadurch jetzt ein bisschen mehr damit befassen, welche Dinge sie eigentlich am meisten berühren, um sich das Problem anzuführen. Wir haben noch eine Minute, eine letzte Frage. Vielen Dank für deinen Talk. Ich möchte nur gerade zusammenfassen, also so für mich selber, wenn ich versuche zu sagen, was du tust, dann ist es so ein bisschen eine Erziehung, ein Lehren über Klimawandel. Was ist der Unterschied zwischen Kunst und Erziehung? Also, warum den Schirm des Künstlers hier verwenden? Ich hoffe, dass diese Frage jetzt nicht negativ kommt. Nein, auf gar keinen Fall. Du kannst jede Frage stellen, die du möchtest. Und nein, also es ist ziemlich interessant, weil offensichtlich eins der Projekte, was ich mache, war in einem erzieherischen, in einem Bildungsumfeld. Und ich würde sagen, dass der Unterschied zwischen künstlerischer Darstellung und Bildungsdarstellung ist, dass ich versuche, Arten zu bereitzustellen, zu der man Fragen, also wie man Fragen stellen kann und Antworten suchen kann, anstelle Antworten zu geben. Also anstatt das zu geben, was man als eine klassische Bildung bezeichnen würde. Ich möchte nicht Leute erziehen, was Bildungswandel angeht. Da gibt es super viel Informationen zu. Da habe ich kein Bedürfnis nach. Aber was ich versuche, ist mit meinen Projekten, ist rauszufinden, wie man eine emotionalere Verbindung damit herstellen kann und herauszufinden, wie man herausfinden kann, wie das einen selbst beeinflusst und verändert. Beantwortet das deine Frage? Ich weiß nicht, wie ich das noch besser beantworten könnte. So, also wenn du möchtest, können wir nachher nochmal darüber sprechen. Ja, vielleicht kann Kunst ja auch bildend sein. Ja, es ist ein primäres Ziel. Vielleicht nicht meins, aber definitiv. Ja, vielen Dank für diesen Vortrag. Ich würde viel, sehr, sehr gerne einen frischen Apfel genießen mit allen meinen Sinnen jetzt. Einen großen Applaus zu Cat Austin. Und damit verabschieden sich aus der Übersetzungskantine Lukas.